Donnerstag, 30. Januar 2020, 16.09 Uhr. 16.09 Uhr Windows 7 Inhaltszeit, 16.08 Uhr startete der super kurze Abendstream. Ach, das ist immer putzig mit dem Wählen. Bin ich froh, dass ich genau aus diesem Grund ein 1 ergeben habe. Ja. Hoffentlich geht mal heute mein Tibi. Mein Tibi, 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 Sound. So, connect with Twitch. Sag jetzt nicht, muss ich wieder autorisieren. Dann ticke ich durch. So, Tibi funktioniert. Jetzt logge ich mich noch im Nightbot ein. Das war nicht der Nightbot. Das ist nicht. Ja, Nightbot aktiviert. Tibi aktiviert. Initializing world. Ja. Hier wird's bald blutnächtigend. OBS alles sehen? Ja, gut. Ja. Wir besitzen ja ab jetzt sowas hier. Nun ist die Frage. Steine, Zement, warte. Genau. Schmiede. Trost. Laden. Also. Zu Lehm laden. Mache ich so, wie das Eisen eingelesen hat. Blutnacht vorbereitet bin ich ja. Ich habe 85 Pfeile. Gut, ist jetzt nicht die Welt. Genau, Stahlspeer. Brauchte, glaube ich, 5 Teile, ne? Brauchte 5 Teile. Ich habe 3. 10 geschmiedeter Stahl, der Rest ist sehr leicht zu beschaffen. Das heißt, man muss Stahl finden.
Na gut, dann solange bis auf weiteres eben, schippen wir ein bisschen. Spitz. Hacke. 40 gleich Schmiedeseisen. Okay, so wenig Rohstoffe haben wir, wunderbar. 40 geschmiedetes Eisen. Na gut, ich habe bald eine Spitzhacke. Kein Licht? Okay. Stimmt. Da war ja was. Ach, eigentlich hätte ich hier lieber angefangen, aber hier ist dann das Eisen da nämlich. Spannend. Intelligenz. Ja, ich habe ja erfahren, dass man sofort ein Fahrrad basteln kann und die beiden Dinge gelevelt hat. Und den haben schon mit Level 1 oder 2.
96 Sekunden. Oh, Fakten. Das ist jetzt ganz schlimm, dass das passiert ist. Eins Klebestreifen, zwei Stoff. Ja, jetzt ist es passiert. Kann man nicht mehr ändern. Warum? Ja.
Ja, man spawnt und Zombie ist noch da. Jetzt habe ich den immensen Vorteil, dass ich keinen Hunger habe. Das müsste ich. Hi Delfino! Eine Frage, kommst du auf den Server? Ich komme nicht auf den Server. Ich bin schon wieder etwas angestinkert, weil ich unbedingt jetzt Bock auf den Server hatte. Wo sind die hin? Hast du was getrunken? Ist auch schon Zombie, der wegrennt. PS, Delfino, schönes Smileys hast du. Stell mal Kleber her. Einmal Kleber bitte. Ich brauche dafür einen Topf. Krieg mal hin. Hat der Fino? Sag an, kommst du auf den Server drauf? Das werden wir komplett mal wieder. Nicht erreichbar, nicht existent, wird nicht angezeigt. Auch nicht. Da ist jetzt einer mit Tag 1 in meinen Favoriten, wo das Passwort auch nicht mehr passt. Hab's nur schon geschrieben. Tag 1? Oh mein Gott! Bitte sag nicht, dass irgendwie wer irgendwie und so. Gelöscht und so. Nein, bitte nicht. So. So. Nee, du hast jemand anderen, Kollege. Nee, nee. Bei mir stehen immer zwei in den Favoriten. Ich weiß aber auch nicht warum. Wenn es nur sein Server, da stehen dann meistens drei da. Ich habe keine Ahnung, wie ich überhaupt zu den anderen beiden komme. Vielleicht mal vor Jahren auf einen öffentlichen war. Was die Dicken einstecken können, ist der Hammer. Tschüss, Zombie. Warum kommt ihr her? Ihr werdet doch nicht etwa wie in guten alten Zeiten meiner Schmiede angelockt. Ach, jetzt level ich wen, der euch gestorben bin. Deswegen der rote Balken. Macht so Spaß, in euch reinzustechen, wenn ihr lernlos seid. Ach, jetzt haben die jetzt hätte ich die Ecke weggemacht. Ich kenn's ja. Ich kenn's ja alle.
glaube, der zweite sind noch alte Daten, wo jetzt von jemand anderes ein Server läuft. Das Mund hat uns doch letztes Jahr mal neue Daten geschickt, weil die sich geändert hatten. Vielleicht hast du da auch noch die alten gespeichert. Jetzt eher unwahrscheinlich, weil ich 7 Days erst vor kurzem frisch installiert hatte. Glaube ich das jetzt eher nicht. Ich habe das ja ein Dritteljahr gar nicht gespielt, weil kein Bock. Weil sauer, weil Bluescreen. Weil Bluescreen mir alle Daten versaut hat. Kann ja gleich nochmal gucken. Aber jetzt erstmal ganz kurz hier. Zombies sind dumm und bleiben dumm. Futter. Sehr gut. So, ich gehe mal ganz kurz gucken, wo die Favoriten überhaupt stehen, Delfino. Hier bei dem Haus, ne? Da stehen 3. Und die heißen alle My Game Host. Kann ich die irgendwie wieder ent? Hi Tool! Wie geht's dir hier? Auf jeden Fall, der mit Tag 1 hat genau unsere Daten, bis auf das Passwort. Wo steht denn da der Tag? Tag 1, 7 Uhr. Tatsache, du. Und es steht auch noch Welt Nevis gehen. Da glaube ich nicht dran, Delfino. Der hat nicht exakt unsere Daten. Das sind unsere Daten. Der ist auch noch Tag 1. Der hat auch die 26.200. Hier ist ein dritter. Das ist, steht Tag 41. Das sieht schon eher unserer aus. Ich gucke mal. Warte mal. Mit IP verbinden. Seit wann muss ich das Passwort extra eintippen? Hä? Doch verlangt doch sonst nicht das Passwort. Passwortfehler erneut versuchen. Was will der von mir? Nimmt mein Passwort nicht mehr ein. Na, jetzt bin ich aber mal. Das ist ja das, was du gerade gesagt hast, dass das Passwort nicht mehr geht. Durch IP steht denn da die 73 und die 26.006, ne? War da nicht eben Tag 41? Nee. Warum ist Tag 41? Ja, ist auch nicht unserer. Stimmt. Das sind unsere Daten, Tag, Daten. Ich nehme das Passwort nicht mehr. Ach, das ist doch alles Kacke. Das Passwort passt nicht mehr. Muss ich es nur ansehen, dass da schiefgelaufen ist. Was da schiefgelaufen ist. Ja, allerdings. Ja, jetzt bin ich auch mal am Kacken, ey. Ich hab keinen Bock. Ich hatte jetzt so Bock auf Server, weil ich da unbedingt noch schnell einen Tunnel für die Blut nachbuddeln wollte. Und weil ich da schon besser ausgerüstet bin als hier auf der Einzelmap. Auf der Einzelmap bin ich ja höllisch schlecht ausgerüstet. Ich brauche meinen Uliki, der mitzockt. Jetzt bin ich etwas angeascht. Genau deswegen habe ich die Einzelweb. Genau deswegen. Das ist einer von 2 ganz großen Gründen, warum ich die Einzelweb gemacht habe. Wenn ich immer was zu spielen habe, wenn der Server mal wieder down ist, was er ja auch schon vor dem Reset schon eine Minute mal war. Und falls der Server ganz gelöscht wird und ich keinen Bock auf Neustart habe, auch dann jederzeit hier meine große Map weitermachen kann. Groß im Sinne von es gibt was zu tun. Und ich habe schon ein hohes Level.
Eistee. Trink mal einen Schluck mal, genau. Dann kann es sein, dass mein Level sogar zurückgeht. Das war doch eben noch größer hier. Strich war doch gerade bis hier. Dachte ich, dass das Level auch noch rückwärts läuft, wenn du gestorben bist. Gut, jetzt habe ich geschmiedet, das ist Eisen. Jetzt können wir es nochmal mit einer Eisenspitzhacke versuchen. Ihr braucht 4 Leder und 3-mal Kleber. Jetzt hat es nur noch technischer Defekt. Ich muss den Server wieder neu machen. Warum? Weil Nitrato hat irgendwas gemacht und Hi Tienchen, was geht? Mich wundert bei diesem Server gar nichts mehr. Kleber, für Kleber brauchen wir Knochen. Und wenn wir schon mal Knochen haben, können wir gleich die Knochenklinge reparieren. So, Kleber. Fehlt mir alles. Kann man den Amboss schon machen? Wann kann ich den Amboss herstellen? Kann ich den selber lernen, den herstellen, der Wiener, oder muss ich da ein Buch lesen? Das ist mir alles Spanisch. Das war früher alles irgendwie besser. Früher war alles besser, kennt ihr das? Wenn früher einfach alles immer besser war. Die Dose kann man gleich so direkt hier reinballern, ne? Gibt 5 Eisen, cool. Mein Kleberratsch? Ja. Nicht alles. Nennen wir 25 Beispiele, was früher nicht besser war, Tienchen. Ich höre schon wieder Zombie. War klar. Alter. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ah! Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Grundgütiger. Nee, das würde zu weit führen. Ach, schade. Das war ich gerade neugierig. 189. Wir haben mal wieder einen kaputten Server. Ich freue mich nicht. Vier Leder brauchen wir noch. Huch.
Ja, scheiße, voll ja. Habe ich nicht so einen Mantelträger wie dich gerade erst abgeschossen? Alter! Hau wen anders! Klobes klatscht! Sohn hat zurückgeschrieben. Backup startet gerade. Er hat ein Backup! Oh Gott sei Dank! Auf seinem Rechner etwa? Das wäre mega! Sag Bescheid, wenn der Server rund läuft und flüssigst. Kleber. Okay, dann wieder gebrochen. Kleber. Kleber. Gebrochen. Danke. Zombies sind aber auch dermaßen hartnäckig. Mir mal einen Schlafsack für die Blutnacht schon mal basteln. Lieber bringe ich am See. Gib mal 13 Schüsse in meiner Shotgun. Ich freue mich ja. Mit meinen 88 Schüssen in der Dings. Ach ja, dieses Gebäude da hinten wollte ich ja noch lernen. Irgendwas ist immer. Schalalalala. Irgendwas ist immer. 2, 3. Die Sims. Schalalalala. Ich habe es nur auch angeschrieben, vorhin schon. Hi Quatsch, nie. Wie geht's dir? Schönen Smileys hast du. Hat's nur mir antwortet? Nö. Lalalala. So, jetzt habe ich aber hier. 40, 4, 3 und jede Menge Holz. Jetzt bitte. Spitzhacke. Soll ich verarschen? Na, ja, hier ist ein Spitzhacke. Oh, Gott sei Dank. Hatte ich nicht noch eine Axt? Ne, das war auf dem Server, wa? Pfeil und Bogen kann ich eigentlich rauslassen, während ich arbeite. Das brauche ich später erst wieder. Wie viele Stunden brauchen das jetzt? 3 Minuten. Ja, lecko mio Marsho. Ich habe den Eisenklumpen, den kriege ich da nicht weg. Deswegen bin ich ein bisschen am Kotzen. Herr Scheidwort voll um diese Uhrzeit. Ich sollte öfters um diese Uhrzeit streben. Ich werde öfters die nächsten Tage um diese Uhrzeit streamen. Ob ihr es glaubt oder nicht. Boah. Wow. Schön fest. Bist infiziert, nimm Antibiotika. Ja, da musst du mir welches geben. Dir ist warm, hier freu dich. Ja, mitten haben die mir eine Eisenader dorthin gesetzt, wo ich immer meinen Turm baue. Sehr freundlich von den Gesellen, oder? So sieht das Ganze aus, filmenswert. Ich kurz das an, dass ich keine Heilmittel habe. Vielleicht mal ein bisschen Geld in Bandagen investieren. Wann kommt eigentlich dieses scheiß Flugzeug? Ich habe das Gefühl, es kommt nie in dem Game. Tag 6. Müsste nicht heute schon das Flugzeug kommen? So, haben sich jetzt alle durchgegrüßt. Ja, jeder hat die Hand von jedem geschüttelt und jetzt auch schon mal alle Hände waschen gehen. Es ist schön bunt heute im Chat.
hellblaue Namen, dunkelblaue Namen, ockerfarbene Namen, rote Namen. Wenn jetzt noch Holy käme, dann wäre es perfekt. Also. Kann man hier mit Holy anschreiben? Tag 7 ist normalerweise Blutnacht. Ja, ich weiß, ist es bei mir auch. Aber ich warte auf die nächste Flugzeug. Deswegen habe ich jetzt gerade mit den Tagen rumhantiert, gedanklich. Und alles von den Alten, voll gut. Jo. Ach ja. Ach, ich bin so durch. Ich gehe nämlich gleich ins Bett. Ich bin nicht alt. Nee, Toll ist ja der Jüngste. Das darf nicht vergessen werden. Ja. Toll ist ja der Allerjüngste, merkt euch das. Uliki! So, wo geht nicht? Ich bin gerade im Einzelgame. Willst du eine halbe Stunde mitmachen, bevor ich ins Bett falle? Du bist der Älteste, abgesehen von mir. Ach, sei doch nicht so Quatsch, nee. Jetzt kriegt Toll Depressionen. Das kann es nicht bringen. Ich will auch Depressionen kriegen. Ich will nicht sagen, wenn ich so alt wäre wie Toll, weil ich kriege ja jetzt schon Depressionen, weil ich so alt bin, wie ich bin. Also von daher macht mich niemand darauf aufmerksam, wie alt ich bin. Es sei denn, ihr behauptet, ich bin 25. Das ist vollkommen okay. Njet! Ach schade, Oligi. Ich warte schon seit Tagen, dass wir mal wieder Runde hier zusammenzocken. Egal. Man sieht sich dann vielleicht mitten in der Nacht, wenn ich 3 Uhr nochmal komme. Falls ich 3 Uhr nochmal komme. Ich, je nachdem, wie ich mich 3 Uhr fühle. Aber ich habe zumindest die nächsten Tage eigentlich nichts vor. Außer Samstag ein wenig. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit erhöht sich drastisch, dass ich sie in Days zocke. Mein Bunker hier nimmt langsam Gestalt an. Wie man sieht. Entspannt! Wie geht's dir, mein Lieblingslogger? Richtig voll, natürlich ist es richtig voll, weil ich nicht lange streame heute, deswegen ist heute voll. Ich habe vor, ein Nickerchen im Stuhl zu machen. Oh, sehr bequem wieder mal. Dann erweckt meine Frau mich und ich esse Hühnchenflüge. Okay. Du alter Vollveganer. Hast du eigentlich schon mein neuestes Video gesehen? Auf meinem Hauptkanal, Oligi, das dürfte dir sehr gefallen. Das ist ein Leben, Oligi, Hammer, ne? Auf einem knüppelharten Holzstuhl schlafen. Von einer Frau angebrüllt werden und dann noch Hühnchen essen. Ich würde ja auch Hühnchen essen, wenn das nicht aus Tier bestünde. Das ist so schwierig. Das ist echt lecker. Naja, das besteht aus den falschen Zutaten. Da mangelt es bei mir schon an Frau und Hühnchenflüge. Echt toll, du bist nicht fest vergeben? Das ist ja gruselig. Zeit wird's. Ah, ist ein bisschen laut eingestellt. Moment mal. Aber die Hühnchenflüge, die kriegt man sehr schnell. Einfach mal rausgehen um die Ecke und dann schnitzt ihr ein Hühnchen aus Rüben. Das war's schon. Genau sowas habe ich vor. Ein echtes Tofu-Huhn basteln. Zeit wird's, ja. Sag's ihm Quatsch nie. Er ist ja böse. Niemand? So. Diese Eisenader hier ist sowas von ungünstig. Genau hier, wo ich meinen Bunker baue. Ganz gut aus. Ne, mehr Eisenader war nicht. Okay. Das ist doch super. Super die Duper.
Und flott weiterschaufeln. Oder mal looten, ein paar Antibiotika suchen, weil die Prozentzahl steigt irgendwie. Oligi, ich muss noch mal ganz klar sagen, ich kann das nicht oft genug betonen, aber ich esse wirklich keine Rüben. So gar nicht. Früher, als meine Oma noch einen Garten hatte, da hatte ich einmal eine Moorrübe gegessen. Einmal im Jahr. Und das war's. Und ich habe seit Jahren keine Rübe mehr gegessen, weil das macht nicht satt. Ich esse aber dafür den ganzen Tag Fleischersatz. Aus Soja, aus Weizen. Und aus irgendwelcher anderen Chemiepampe, die ich nicht definieren kann. Und aus Reis? Wo ist eigentlich das Stargate? Sagen wir mal so, Quatsch nie. Cedric hat mir einen Link geschickt heute Morgen in Skype, als ich aufgestanden bin, 2 Uhr nachts. Dann habe ich auf diesen Link geklickt und da hat mir doch Cedric tatsächlich gezeigt, wie er auf den Mars jetzt das Stargate verbessert hat und eine Luftblase um das Mars-Stargate gebaut und eine Truhe, wo ich mich bedienen kann, dass ich atmen kann, wenn ich das richtig verstanden habe. Würde ich jetzt in Minecraft fast Lust auf Minecraft bekommen? Da könnte ich jetzt tatsächlich auf Mars eine Weile spazieren gehen. Und solange ich lebe, werde ich dir Rüben unterschieben. Ach, oh Licky, extra jetzt, ne? Lecker Rübenkraut. Grafschafter Goldsaft. So was gibt's? Rübenkraft, Rübensaft. Die leckere Rübe. Das ist aber nett von Cedric. Das ist lieb, ne? Ich habe, als ich das Stargate schon angewählt gehört habe, allein schon diese Tasten zu drücken am DHD. Am DHD. Allein da schon wieder 600 Orgasmen bekommen. Ich hätte sofort in Minecraft hineinspringen können, aber ich war unten am Laptop. Da läuft Minecraft leider nicht. Das ist ein Brotaufstrich. Sehr süß und noch klebriger. Ah! Alles klar. Ih, das Zeug, das aussieht wie flüssiges Teer. Ja, genau, der Quatsch nicht. Dunkle Rübe wahrscheinlich. Hier war los. Nee, aber ich könnte mir wieder Rübensaft kaufen. Hab ich schon mal getrunken. Schmeckt gar nicht so schlecht. Vielleicht heiß nochmal auf Rübensaft bekommen. Ob Brotaufstrich, der aussieht wie Teer und Schweine süß ist? Naja, ich weiß nicht. Hauptsache Rübe muss es sein. Du Rübezahl. Geil, lieber. Delfino noch da? Sag bitte Bescheid, wenn Snone fertig ist, ne? Ich, weil er hat mir noch nicht geschrieben in, ja und so. Flüster, Twitch, bereits Dings. Ja. Ja, aber Quatsch, nie, es juckt mich schon in den Finger. Also ich stehe ganz kurz davor. Und wenn ich dann mitten 2 Uhr nachts in Minecraft starte, um wieder ein Stargate anzuwählen und du bist nicht da, Quatsch, nie, dann kriegst du einen auf den Deckel. Wenn du die ganze Zeit willst, dass ich Stargates baue. Und ich würde eins für dich bauen in 7 Days, wenn es das gäbe. Aber leider, leider, leider gibt es dafür hat 7 Days etwas, was es in Minecraft nicht gibt, nämlich Hubschrauber. Das wiederum fährt in Minecraft. Ich will in Minecraft einen Düsenchat und Hubschrauber haben. Und nicht Autos oder Jetpacks. Die richtig cool, normal dort durch die Kante fliegen. Oder einen Jet Ranger, das wäre mega. Wie kann ich dir den Rest geben, wenn du schon kurz davor bist? Tja! Eine 1000-Euro-Spende würde helfen! Schrauber, ich dachte grobe Pixel. In Minecraft, ja. Der würde der oder ein Hubschrauberblatt aus 4 Pixeln bestehen, oder was meinst du jetzt, Dohl? Irgendwas wollte ich jetzt. Was trinken. Genau. Okay, da bin ich raus. Oder
dafür sorgen, dass ich bis morgen 50 neue aktive Follower habe. Oder du findest heute noch 5 Subs. 5 Leute, die meine Smileys kaufen. Dann wäre die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass ich nur für dich innerhalb von 24 Stunden wieder Minecraft starte. Ja, das nicht ein schöner Deal? Ich bin so leicht zufriedenzustellen. Oh, ganz entspannt. Danke fürs Hosten. Ist meine Katze angesprungen? Ja, da ist sie. Miau. Miau. Ich kann ja nicht so ruckartig rufen wie diese Katze. Oh Gott, jetzt habe ich verbrochene Halswirbel. Haben die vom Gentleman Club sich noch nicht angemeldet? Nein, noch nicht, Toll. Server ist aktuell noch nicht in der Liste. Startet wohl noch neu. Okay, danke für die Zwischeninfo. Ja, wenn ich jetzt so auf die Uhr blicke, ist die Wahrscheinlichkeit dann sehr gering, dass ich heute noch am Server komme. Aber das macht nichts, dafür bin ich in der Nacht umso früher für euch da. Ja, Toll, hat der Gentleman Club nur nachts geöffnet? Ich habe noch nicht einen einzigen neuen Follower. Das ist so nicht hinnehmbar. Ich dachte, in so einem Gentleman's Club sind 100 Mann oder so. Oder wenigstens 50 oder keine Ahnung. Ja, Leute, sind eigentlich so in so einem Gentleman's Club 1800 Knetsch angemeldet gewesen. Wie viele Mitglieder nehmen die so auf? Und was zahlt man da als Beitrag? Ach ja. Schöner Dank. Ich habe so viele Filme von 1850 geguckt. Wo bekomme ich jetzt nur 5 Subwillige her, Grübel? Hm. Bei anderen Streamern sagen, dass es mich gibt. Die hauen dich dann alle und bannen dich. So viele Gentlemen gibt es ja nicht. Das ist natürlich... Aber ich wäre schon mit 5 neuen... Ne, 5 fehlen nicht, Toll. Wenn 5 noch fehlen würden, würde ich die selber kaufen. Aber es fehlen immer noch 13. Wenn jetzt 5 dazu kämen, dann ne, wären nicht mehr so viel. Bis zu der Hürde, wo ich mir die Subs als eiskalt selber kaufe. Da müssten noch so 8 sein. Da würde ich den Rest wahrscheinlich selber übernehmen. Einfach nur, damit der Scheiß endlich aufhört und ich noch ein Jahr warten muss. Er sagte 4 und er spielt Mondbasis. Wer sagte 4? Ich nicht. Auch 4 Subs wären auch nicht schlecht. Also, würde ich jetzt nicht nein sagen. Wenn es noch 8 Leute subben würden, die letzten 5, bezahle ich von meinem Geburtstagsgeld. Doch du, nein. Habe ich nicht. Ich hatte so eine großzügige Geburtstagsspende. Die letzten 5 Subs würde ich von meinem Geburtstagsgeld kaufen. Aber, alle 13, nee, da, das geht nicht. So viel Geld habe ich an Silvester und Geburtstag nicht zusammenbekommen. Gerade eben. Ja, du hörst Stimmenquatsch nie. Das würde ich mal untersuchen lassen. Das ist nicht so gut. Das ist gar nicht gut. Mondbasis ist nicht log und noch intensiver. Der war gut. Was ist jetzt passiert? Panik! Oh Gott, wen hast du denn jetzt alles? Und wie viele vor allen Dingen? Warte, Moment. Das kann ich gar nicht zählen. Wie viele sind das? Das ist jetzt der dritte. Dein eigener Resap? Ach nee, du hast Kerem geresappt. Cedric! Der ist ja auch nicht da! Das war jetzt der vierte? Das ist der fünfte? War es jetzt 5? Das ist jetzt der 6. glaube ich. Du gibst ja Leuten, die überhaupt nicht existent sind oder nicht da sind. 7? Acht? Wer ist das? Kriegt das weltweit Twitch? Das waren jetzt die deren 8, ne? Danke, Toll. Jetzt muss ich erstmal nachgucken. Ob der auch die 8 anzeigt.
Jetzt muss ich nur noch herausfinden, wie ich Subs verschenke. Moment. Ich weiß nämlich gar nicht, wie man einen Sub verschenkt. Ich habe das noch nie mal, noch nie habe ich auf meinen eigenen Kanal. Delfino, kannst du mir sagen, wo ich da draufklicken muss, wenn ich jetzt jemanden einen Sub schenken möchte? Warte mal, Kanal, Creator Dashboard. PS Toll, du hast zu viel Geld. Das ist echt nicht ohne jetzt gewesen. Das war teuer. Stream Manager, Präferenzen, Affiliate. Warte mal. Smileys. Ne, Emotes heißen die ja heutzutage. Smileys schon wieder unmodern. Ja, ich brauche noch 5 Stück. Danke, Joel. Ich habe jetzt 20 von 25. Unglaublich. Ja. Wie verschenke ich 5 Smileys und in aller Welt an wen? Ich bin dafür Vorschläge offen. Mein Zuhälter war heute großzügig. Ich weiß nicht, wie man einen Sub verschenkt. Warst du nicht im Club, sondern auf dem Bahnhofsklo heute, Toll, ja? Sag mal, wo muss ich draufklicken, wenn ich einen Sub verschenken will jetzt hier? Snone macht das ja auch immer auf seinem Kanal. Wenn ihr die Antwort nicht kennt, dann schreibe ich nachher Snone. Ich darf nicht zu lange warten, die dürfen nicht verfallen, die Smileys. Genau, Toll F. Wir Kinder vom Bahnhof. Wenn du auf deinen Kanal gehst, steht oben über deinen Stream Bild Abos verschenken. Bist du dir sicher? Stimmt, da ist ein lilaner Button, da steht Abo verschenken. Die Community beschenken. Schenke Followern und Zuschauern von zielführend bis zu 100 von Twitch ausgewählte Geschenke. Einen bestimmten Zuschauer beschenken. Suche nach jemanden, dem du ein Abonnent schenken möchtest. Und dann kann man noch klicken, Geschenk anonym verteilen. Haha, hallo Auto! Moment, deinen Namen muss ich erstmal auf die Reihe kriegen heute. Bin durch. Autodidak. Und wenn ich jetzt, sagen wir mal, Delfino auf Community, dann haut der irgendwelche Follower raus, richtig? Wenn ich jetzt auf Abonnement schenke, ich klicke einfach mal auf den Button Abonnement verschenken. Aber ich selber kann maximal 100. Ah ja, da unten müsste ich jetzt die Menge reinmachen. Zum Beispiel 5 und dann hat irgendwen, ne? Wenn ich jetzt einfach Community, dann die Zahl 5 eintippe und dann platsch. Gut. Nimm der erste. Da kannst du 5 Abos. Dann hast du alle, die dir noch fehlen. Ja, das ist richtig. Ich würde es aber jemanden geben wollen, den ich kenne und gut mag. Zum Beispiel UFO-Mann-LP. Um ihn etwas zu locken. Oder wen kennen wir noch? Wir hatten hier noch keins. Sag mal, Tienchen, Toll, Quatsch, nie, ihr habt alle, ne?
Und Sonat, glaube ich, auch. Wir hatten noch keins. Ich will als erstes die bedenken, die ich kenne. Und erst wenn die, wenn ich alle durch bin, die ich so kenne, dann, ich müsste meine Liste mit Community-Namen machen. Dann hau ich 5 Abos raus. Das mache ich aber nicht jetzt. Das mache ich nachher. Beziehungsweise, wenn ich wach bin wieder. Und wenn ich, wenn mir keiner weiter einfällt. Kerem hat jetzt auch schon, ne? Oligi hat jetzt auch schon. Kann ich mir irgendwo die Namen angucken? Ganz entspannt, hast du schon ein Abo? Wo ist Mr. Locke? Sag! Ja, ganz entspannt hat auch schon. Ach, Mann, 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 Mann. Deutlich den Abo-Stern. Das ist ein Abo-Stern? Ich dachte, das ist der Prime, das ist der Amazon Prime-Stern. Okay. Quatsch, nie, du hast aber keinen Abo-Stern. Du hast ja nur einen Fürst und eine 2. Du hast gar keinen Stern. Warum hast du keinen Stern, Quatsch, nie? So sieht rum und sagt 5 Leuten, dass es mich gibt. Hier gibt's kostenlose Abos zu krallen. Na klar, von Toe, gerade eben, ja. Ach, verdammt. Weil ich Fürst bin. Was bedeutet das? Im Kontext. So, ich muss auch mal gucken, was hier meine... Ich bin auch Fürst. Delfino! Kann ich mir anzeigen lassen, welche 20 Mann jetzt das Sub haben? Keine Ahnung, ist das dein Kanal? Als hätte ich Ahnung von Technik. Wo ist meine Maus hin? Ach hier. Meine Maus. UFO wäre der erste, den ich einfach mal pauschal so ein Ding geben würde. Vielleicht erhöht das die Wahrscheinlichkeit, dass er noch streamt diese Woche. UFO hat nämlich, glaube ich, noch Gains. Hier, wenn du 5 einfach so verschenkst, komm, ja. Schenk doch Kronkensub. Du meinst, der registriert das? Ja, Kronk wäre schön. Nee, mir ist es ganz, ganz wichtig, dass ich keinen vergesse. In der Community. Ich gehe mir jetzt saublöd vor, wenn ich jetzt 5 Subs verschenke und irgendjemand, der mich mag, den vergesse ich. Aber ja, warum nicht? Kronk wäre dann der zweite. Dann schreibe ich mir mal auf. UFO und Kronk kommt sich bestimmt persönlich bedanken. Ja, das wäre geil. Da denkt, ich mache das nur, um Werbung für mich zu machen. Ah ja, das wär's. Okay, jetzt habe ich schon 2 auf meiner Liste. UFO und Kronk. Habt ihr noch weitere Ideen? Aber ja, Delfino, die Idee ist nicht so schlecht. Vielleicht könnte man da noch wieder jemanden herlocken. Der Grundgedanke ist nicht verkehrt, Delfino. Und das werde ich auch machen, wenn mir keine einfallen. Ich will lediglich in Ruhe davor sitzen und wirklich keinen vergessen haben am Ende. Das wäre übel. Meine Community ist größer, als man denkt. Es wirkt nur nicht sehr viele Zuschauer manchmal, weil eben nie mehr als 5 auf einmal da sind. Und wenn es nur eine
Was weiß ich? Keine Ahnung. Elfenblume ist, die einmal im Jahr vorbeiguckt oder so. Ich will hier niemanden vergessen haben, der mich zuschaut. Aber mit den Gronkh ist trotzdem eine geile Idee. Ich glaube, ich schenke Jones eins, weil ich den sehr mag. Und Eddie von EDV zockt. Da hätte man schon zwei. Da hätte man jetzt vier zusammen. Schenke ich einfach an die Leute, die ich gucke. So, da mache ich es mir einfach. Den gucke ich noch. Delfino habe ich, Tienchen habe ich. Wen noch? Moment. Snone hat sich, glaube ich, selber schon gekauft diesen Monat. Delfino, gibt es irgendwo einen Button, der. Und so. Das geht auch. Tanja! Tanja hat, glaube ich, schon von Delfino oder Toll eins bekommen. Tanja war, glaube ich, schon. Aber ich müsste hier mal einen Button haben, wo ich das nachgucken kann, wer hat, wer gesappt hat. Und deswegen frage ich gerade Delfino, ob es hier irgendwo eine Liste gibt, wo ich nachgucken kann, wer gesappt hat. Damit ich eben keinen, wie Tanja zum Beispiel, vergesse. Das wäre echt übel. Ich glaube, Kerem und Holy haben. Ja, Tanja hatte schon. Das haben in letzter Zeit echt viele mittlerweile. Jetzt mache ich tatsächlich den krassen Schritt und kaufe mir mein letztes Mal die selber, weil das hältst du ja nicht aus als deiner Streamer, bis du mal die 25 voll hast. Ich ziehe das jetzt genau durch, was ich angekündigt habe. Mir ist nur wichtig, dass ich keinen vergesse. Ich darf hier nur nicht so lange warten, das wäre fatal. Hatten sie das nur am Dorsch haben, das sieht mir so auf die Eier. Dass meine Maus die ganze Zeit rumspinnt, sieht mir auch auf die Eier. So, jetzt hole ich mir auch schon mal richtig kräftig einen Schluck was zu trinken hier. Du bist durstig, trink Wasser, ich hab doch gerade erst. Was willst du denn von mir? Der Holz wird knapp. Ich müsste bald mal. Ja, ich will das jetzt noch schnell hinter mich bringen. Delfino, weißt du es nicht oder hast du die Frage nicht verstanden? Wenn du es nicht weißt, dann schreib bitte, dass du es nicht weißt, damit ich hier nicht weiter dich unnötig löchere, wo man nachgucken kann, wer jetzt alles Sub ist. Steht nur Freischaltungsfortschritt. Affiliate-Vereinbarung. Abonnementnamen. Das sind die Namen meiner drei Stufen. Treueabzeichen. Stimmt, ich müsste mal langsam Treueabzeichen erfinden, ist ja schrecklich. Chat für Abonnenten, Archiv für Abonnenten, Share-Abzeichen, High-Train, Ranglist. Mindestzahl an Bits. Geh auf deine Kanalanalysen. Da siehst du rechts unterhalb der Balkendiagramme deine Abos, wo du deine Liste runterladen kannst. Moment. Wo sind denn die Kanalanalysen hin?
oben links dann bei Stream Manager Statistik Kanalanalysen, ja, habe ich gefunden. Rechts unterhalb der Balkendiagramme deine Abos. Wo kann ich sehen, wen ich folge? Gut. Ach, da brauchst du noch Abos zu gehen. Das ist ganz leicht. Warte mal, Balkendiagramme. Meine Abonnentenliste herunterladen. Mal sehen, was für ein Programm der die jetzt öffnet. Öffnen. Hätten die jetzt hingeschmissen. Ich ne Downloads. Download Subscriber List. Öffnen. Warum öffnet er die nicht? Er behauptet, es sei Open Office und es würde funktionieren, aber macht's nicht. Ach, da hat er die geöffnet, also ein kleines Zusatzfenster. Jetzt. Ja, ich sehe sie. Cat Kerem. Speedboot, ich selber? Ja, Miss Monchichi. Tanja ist schon. Snone ist gerade nicht von mir. Abonnement. Außerdem steht die 21, aber der 21, das bin ich selber. Snone ist gerade nicht. Cedric, Tintin, Toll, Delfino, Outdoor, Oligi. Cat, Zeig, Speed. Wie kann man es wagen? Moment. So, jetzt machen wir aus. Jo, das muss ich jetzt mal in Ruhe machen. Jetzt haben wir 17:20. Snone kriegt einen Herzinfarkt. Er hat noch nie von mir. Weil Snone ist immer der, der schenkt. Ich muss da dringend mal aufräumen. Snone! Könnt ihr euch das vorstellen? Snone wagt es jetzt gerade aktuell kein Abonnement von mir zu sein. Das hätte ich nicht gedacht, weil Snone, ich sehe ihn ständig bei mir sappen. Okay, jetzt gucke ich mal, wie ich das mache. Jetzt brauche ich erstmal den genauen Namen von Snone. Einfach nur DR Snone aneinander geklatscht. Den schenke ich jetzt ein Abo. Passt auf, der kriegt einen Schlag fürs Leben, wenn er das sieht. Ich muss da dringend mal aufräumen. Ich möchte auch wissen, wen ich folge. Ja, du gehst einfach auf dein Bild, oder beziehungsweise auf dein Nichtbild, auf deinen Namen, ganz oben rechts, und dann auf Abonnements. Dann siehst du, wen du abonniert hast. Ansonsten musst du auf dein eigenes Wort Follower klicken. Auch da, die Liste könnte groß sein, Quatsch, nie. So, passt mal auf, was jetzt gleich passiert. Abo verschenken. Einen bestimmten Zuschauer beschenken. Abo verschenken. Twitch-ID.
DR ist nur, ne? Ja, den ist nur, ne, bitte nehmen. Genau, DR ist nur, ne? Abonnement verschenken. Nee, die Zwei-Faktor-Authentifizierung habe ich aus gutem Grund abgeschalten. Stufe 1 Abonnement 4,99. PayPal. Jetzt gehe ich mal auf Weiter. Alter, der will, dass ich Name, Nachname, Adresse, Land, Stadt, Kartennummer. Was will der von mir? Du sollst PayPal nehmen, du. Weiter zu PayPal. Was schreibt ihr? Ich nerv ein andermal wieder mit derselben Frage. Okay, nerv ein andermal wieder mit derselben Frage. Kannst du machen. Das ist kompliziert. Wieso von meiner Bank abzahlen? Ich müsste doch noch auf PayPal haben ohne Ende. Egal, den einen traue ich mich jetzt mal. Wird er jetzt bei mir eingeblendet? Blim, 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 blim oder so? Kauf abschließen. Ja, halt die Fresse. Schließe ich den Kauf ab. Ihr könnt euch so lange selber angucken. Snowden hat abonniert. Ist das nicht lieb von ihm? Mensch! Das kann er nie gut machen. Jetzt muss ich mal gucken. Ja, Quatsch, nie, das haben die blöd gemacht mit der oben links. Aber du musst zuerst oben rechts, dann auf Dashboard und dann oben links. Aber die Abonnenten ist eigentlich, die Abonnenten sieht man eigentlich, wenn man rechts guckt. So, jetzt sehe ich nochmal auf Dashboard. Nee, Quatsch, nie, du bist überhaupt nicht blöde. Ich hab dir doch gesagt, du sollst dich nicht mal klein machen. Ganz im Gegenteil, die Missgeburten von Twitch verändern das ja alle 11 Sekunden und deswegen ist die Welt scheiße. So, und dann nochmal auf Präferenzen Affiliate. Jetzt gucke ich mal, ob da jetzt auch wirklich 21 stehen, bevor ich hier weiter verschenke. Emotes. Ja, 21 von 25 Abonnentenpunkten. Okay, das hat funktioniert. Das hat, so weit hat es schon mal funktioniert. Heute werde ich arm. Heute werde ich auch. Genau wie das Flüstersymbol, das seit 3 Tagen oben rechts. Oh ja, das macht mich stinksauer, Toll. Das Flüstersymbol ist euer Face da oben hin. Ich ticke durch, dass sie das oben rechts gemacht haben. Oben rechts, wo ich eh nicht hingucke, weil da nur Müllnachrichten sind. Da könnte ich. Ah. Oh. So, wo haben wir ein UFO? UFO-Mann TV. Abonnement verschenken? Ein Abonnement. Ne, erstmal gucke ich auf mein PayPal. Warum der behauptet, er müsse das von meinem Girokonto abziehen, geht gar nicht. Ich ticke auch durch. Ja, tick durch, Quatsch, nie. Nee, der hat es nicht von meinem Girokonto abgezogen, sondern von meinem PayPal-Konto, wo ich noch die ganze Kohle habe, die ihr mir lieberweise zum Geburtstag geschenkt habt. Und zu Silvester. Danke nochmal dafür an Quatsch, nie und an Toll und an Dr. Snone und an Delfino und an mehr kann ich mich jetzt nicht erinnern. Tut mir leid, wenn ich einen vergessen habe. UFO-Mann TV heißt er, ne? Ja, das Gesicht, das erkennt man wieder in. Hab mich schon gefragt, wo das ist. Da ist es geblieben. Ja, Dienchen. Eben. So, Abonnement verschenken. Du verschenkst ein Stufe 1 Abo einen Monat an UFO-Mann TV.
So, das sind jetzt auch schon mal die Abos, die ich mit gutem Gewissen Das ist aber lieb von den Zielführern. Der verschenkt gerade an Ufoman TV ein Sub. Er hat einen Resub mal zwei. Das ist geil. Schreibe ich gleich mal an, damit er weiß, was er hauen und was gestochen ist. Hype, hype, hype. So, schenk deinen Botten-Abo, mein Nightbot, nö, nö, nö. Dann mache ich lieber so einen Schwachsinn wie mit Gronkh. Ich würde gerne Jones einen Sub schenken. Der ist mir als Streamer sehr ans Herz gewachsen. Er nennt sich jetzt mittlerweile Porky Jones und ich finde das viel, viel besser, wenn ich das auf diese Weise mache. Nee, nee, ich habe schon meine 5 zusammen, Toll. Ich will bloß keinen regelmäßigen Zuschauer vergessen. Das ist was mir Angst macht. Das fände ich ganz schlimm, wenn ich einen Zuschauer vergesse. Porky-Jones heißt er jetzt. Verratet ihn bitte nicht, dass ich den Namen nicht ganz so schön finde. Jones. Einfach nur Jones fand ich besser. Jones Gaming hieß er ja früher. Ein Abonnement verschenken. Porky-Jones. Da ist er. Ja, er hat sich jetzt Porky genannt, Schweinchen. Schweinchen Jones. Kauf abschließen. Wie die 6 Filmchen 18, echt? So, schreibe ich jetzt auch an, dass er weiß, warum ich das mache. So. Porkys Eis am Stiel, da bis damals. Nicht, dass ich sowas geguckt hätte. Nein, nie! Hat Holy eigentlich einen Sub? Er hat später 18 Erotik studiert. Holy, ja. Holy müsste mit dabei sein. Ja, Holy Squirrel hat schon. Ist schon. Hab ich noch nie einen Porno gesehen. Moment.
So, so und erstmal angequasselt. Horatius! Oh, ganz entspannt. Coffee ist ja schon gar nicht mehr wahr. Coffee war seit 1,5 Jahren nicht mehr hier. Aber trotzdem geil, dass die dir eingefallen sind. Übrigens, Farming-Simulator. Horatius wäre noch eine Option. Horatius wäre noch eine Option. Ich muss mal gucken. Nicht, dass ich am Ende dann kein Abo mehr für Gronkh übrig habe. Farming-Simulator 19 ist gratis. Alter, das war so teuer, dieses Farming-Ding. Horatius ist durchaus eine Wahl. Eben. Ich guck mal, wen ich followe. Ich kann ja meine eigenen Follower durchgehen. Das kann ich auch machen. TRCT? Nee, der hat glaube ich schon. Ja, TRCT hat schon. Dings hier! Der mir immer so geholfen hat. War das? Red? The Red irgendwas Dingen. Na, die kriege ich mal noch heu, ich sag's euch. Spielebahn, der lebt noch! Spielebahn! Ha? Das wäre durchaus. Spielebahn. Wie viel habe ich noch? 2 habe ich noch übrig, ja? Da muss ich jetzt aber gut wählen. Den Typen, der mir immer so geholfen hat. Ach, wie hieß denn der doch noch? Red Creations. Oder ist das TRCT? Moment. Er erwacht immer. Ich glaube, der hat schon. Er wacht immer mal wieder zum Leben. Oliki hat auch schon. Spielebahn. Den hatte ich schon mal in meiner Aufräumaktion gedeabot. Deswegen weiß ich überhaupt nicht, ob der noch... Ja, Leute, wir hätten Horatio, Spielebahn und Gronkh. Das sind 3. Ich habe auch nur noch 2 zu vergeben. Was soll ich denn machen? Spielebahn war ja bei mir auch schon mal 1,5 Jahre nicht mehr und Coffee auch nicht. Deswegen kann ich die beiden nicht so wirklich als ernst nehmen. Und wenn Gronkh ein Muss ist, Gronkh bekommt Seri. Gronkh bekommt 2, ja genau. Gronkh, sowas Beklopptes, nee. Kann man Gronkh überhaupt anflüstern? Oder hat er das dauerhaft abgestellt? Gronkh kann man nicht anschreiben, weil er sonst jeden Tag, ich fühle 1 Milliarde. Ah ja. Gronkh, haltet ihr das wirklich für sinnvoll? Tiger-Dedi. Thorsten FFM. Der ist auch noch mal öfters da. Ufu Jackie gibt's auch noch. Ja, wenn ich meine Abo-Liste so durchgehe. Bohamion. Der schaut noch ab und an mal lurkend zu, habe ich gesehen. Der ist auch erst durch 7 Days hierher gekommen, glaube ich. Ja, mir würden schon ein paar Namen einfallen. Wenn ich meine Abo-Liste. Natürlich. Das wäre auch Verbrechen, wenn ich das nicht machen würde. Natürlich. Cyberbot. Cyberbot. Das ist ein regelmäßiger Zuschauer. Der hat noch nicht. So, er ruft zurück. Ja, ja. Sicherlich versöhnlich auf alle Zuflüsterer. Ich bin mir sicher. Ja, ja, ja. Nee, Cyberbot geht nicht. Da Cyberbot hätte ich fast vergessen. Das ist ein recht junger und regelmäßiger Zuschauer. Nur wie schreibt man den? Wie in aller Welt schreibt man den? Horatius steht bei mir Kippe.
Weil er guckt sehr, 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 sehr selten zu. Cyberbot? Nee, nee, schon mit I. Aber ich weiß nicht, ob da noch irgendwelche Zahlen hinten dran kommen. Horatio steht bei mir sehr, sehr kippe. Horatio steht bei mir sehr, 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 sehr kippe. Weil der wirklich nur noch einmal im Monat zuschaut und dann kommt ein Hallo. Zahlen kann sein, klar. Nee, als Allerausschuss ist Cyberbot dran. Das geht gar nicht, dass der kein Abo hat. Ja, der hat mich schon 650 Mal gehostet. Gut, nicht, dass das viel gebracht hätte, weil er hat immer nur Zuschauer, aber da geht es ums Prinzip, um die Sympathie, dass er das überhaupt macht. Ich suche mal Cyber. Cyberbot? Heißt jetzt echt Cyberbot 8002? Zwischenfrage an den Chat. Kommt ihr in Steam? Moment, ich schau mal. Bei mir kommt auch nur ein. Ja, aber im Vergleich zu Horatius hast du ja schon richtige Gespräche mit mir geführt. Hatten wir nicht mal ein sehr intellektuelles, tiefgründiges Gespräch über Nachbarn? Ja, er heißt Cyberbot 8002. Ich gehe mal auf seinen Kanal gucken. Cyberbot 8002. Ach ja, übrigens, abonniert alle mal Cyberbot 8002. Danke. Zuletzt gestreamt vor 5 Tagen. 24 Follower hat er. Guck mir mein Video an. Wenn ich seine quietschige Stimme höre, weiß ich, er ist es. Also, im Stream selber kann ich dir halt nichts anzeigen, weil ich stream halt direkt auf PS4. Ja, und dann halt. Ja, eigentlich wird's schwer. Also, wenn wir jetzt über das gleiche reden, ich weiß gar nicht. Durchaus das Discord. Hä? Wie durchaus das Discord? Ja, mein Unterlandstream. Achso, eigentlich kann ich das jetzt gebrauchen. Eigentlich kann ich das gebrauchen. Hat er mittlerweile auch schon Stimmbruch gekriegt? Nein, nee, da muss ich nicht. Also, ja, Unterlandstream, da könnte ich eigentlich was gebrauchen, eigentlich, ja, genau, ja. Lass das hier übernommen. Ach, nee, ja, ich hab das eingestellt über mein Handy. Ach, die Jungen werden immer so schnell älter. Ja. Sorry, das riecht man 2 Jahre, haben sie alle Stimmbruch. Das war bei Karim genauso. Ich kann euch ja erstmal alleine lassen. Ich denke mal, das ist eine Sicherung gekriegt unterwegs. Dann weiß er nicht. Mach mal langsame Geschwindigkeit. Bin on Steam. Mehr wollte ich nicht. Ich wollte nur. Ich will nur ein paar Points haben. Obwohl nur ein. Moment mal. Obwohl nur, weil ich schon drin war. Freundesliste ist bei mir aber auch auf. Ach du, ich komme problemlos rein. Und danke euch. Bin gerade am Handy. Cyberbot ist alt geworden. Alter, der ist mittlerweile 15. Das kann sich, klappt ein kein Schwein hier. Der war früher mal 12. Vor 3 Tagen. Geht gar nicht. Scheiß Internet, das wird sich nie durchsetzen. Ich sag ihm, ey, mach weiter. Huch, was ist das denn? Scheiß Internet, das wird sich nie durchsetzen. Nee, nicht wirklich, toll. Sehr gut, das müsste sein. Ich habe mir nie die Zahl gemerkt. Aber heißt jetzt wirklich Cyberbot 8002? Hm. Dann kriegt jetzt Cyberbot 8002 ein Abo. Dann kann ich eine Münze werfen, ob ich Horatius oder Kronk den letzten gebe. Ein Abo.
Schreiboot 8002. Nee, Cat ist schon in der Liste. Ja, ja, Delfino, ich weiß, Cat war da als Toll oder du das letzte Mal hier. Cat habe ich schon längst gedacht. Ich habe doch die Liste hier. Süß. Aber trotzdem, nicht verkehrt. Haut ruhig Namen raus. Wenn euch noch irgendjemand einfällt, dann jetzt. Ich habe nur noch ein Abo zu vergeben. Letzte Chance. Sonst ist es vorbei. Lass den Chat entscheiden. Ach ja, an einem Geburtstag. Ja, Cat hat Delfino, warst du derjenige, der Cat gedingst hat? Kronk. Ja, ich tendiere auch sehr stark zu Kronk. Aber wenn das Horatius erfährt, guckt er mir nie mehr einmal im Monat zu und schreibt Mu. Ich gehe noch letztes Mal in meine Followerliste. Mysti 555. Ah, ja, war früher mal ganz schön oft hier. Ich habe noch einen zweiten Cyberbot. Cyberbot 8000. Der hat ja. Nee, der heißt jetzt 8002. Das hat gestreamt vor 5 Tagen. Nö, das haut schon hin. Cyberbot ändert sehr oft seinen Namen. Ich finde das irgendwie witzig. Was findest du witzig? Was, Gronkh? Ich habe Angst, dass mir Gronkh einen Permaban gibt, weil er denkt, ich will ihn locken, damit er mich hostet oder irgend so ein Krempel. Man weiß eben nicht, wie er es aufnimmt, versteht ihr? Deswegen habe ich bei Gronkh. Auf der anderen Seite freut er sich vielleicht und haut dir auf einmal, hostet mich oder so ein Schwachsinn. Jetzt noch einen gewissen Ricket XT. Der war auch relativ neu, war eine Weile hier. Hora freut sich vielleicht darüber. Gronkh bekommt sicher so viele Subs geschenkt, dass das komplett untergeht. Ja, das denke ich eben auch. Das ist ja mein erster Gedanke gewesen bei Gronkh. Cedric hat schon, ne? Moment, ich gucke mal auf meine Liste. Cedric hat schon. Herr Horatius, was hatte ich mit denen und seiner Freundin für coole Gespräche teilweise? Das könnt ihr euch nicht vorstellen. Thorsten FFM war länger nicht mehr hier. Okay, jetzt alle meine Abonnenten durch. Nicht, dass mir jetzt ein Name noch ins Auge springt, der wirklich. UFO Checky auch schon ein Jahr nicht mehr hier gewesen. Cedric hat heute von Toll einbekommen. Ah, heute war das. Okay. Danke nochmal, Toll, für dein Wahnsinns. Bam, boom, bam. Bohamion, ich weiß nicht, der hat lange nicht mehr geschrieben. Guckt aber ab und an noch als Restblogger zu. Ah, ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Ich gucke jetzt meine ganzen 480 Abonnenten gerade durch. Ich krieg gerade eine Macke. Er heißt Horatius 666, ne? Fatzkat der Zwerg, Uliki hat schon. Kyle macht zwar mit auf dem Server, zählt aber nicht wirklich als Zuschauer. Also Kyle guckt nie zu bei mir. Also einmal in 2 Monaten ein kurzes Hallo. Morgen wieder Begar. Yay! Ich habe die erste Folge übrigens schon gesehen. Delfino, hatte ich dir schon erwähnt, dass du mich dazu gebracht hast, die erste Folge Picard zu gucken, nur weil ich wissen wollte, ob da Elkars noch gibt und du es mir nicht verraten hattest. Delfino, falls ich es noch nicht gesagt habe, jetzt gerade, boop, in your face. Ich musste mir noch am selben Tag. Deine Mutter stinkt nach Fisch, so heißt einer meiner Zuschauer, das ist ja geil.
Ich musste mir noch am selben Tag Picard angucken, weil ich unbedingt wollte, wissen wollte, ob es LKs noch gibt. Ohne LKs würde ich mir einen Strick nehmen. Was sind das denn für mega geile Emotes? Das Star Trek Emotes? Das ist ja eine Frechheit! Wo hast du die? Und wie hat sie dir gefallen? Naja, zuerst habe ich mit hundertprozentiger Enttäuschung gerechnet, weil alles nicht mehr ist wie früher. Aber sie hatten mehr Elemente in der Serie, als ich gedacht hätte, in Erinnerung an früher. Also hat sie mich nur zu 90% enttäuscht. Und das ist ein super Ergebnis für eine Serie, die heutzutage rauskommt. Richtig schön wäre es, wenn alle erstmal wieder diese knallbunten Anzüge anziehen, sich in 18-Jahre-Technik reinsetzen und so schlecht schauspielern, dass nichts mehr drauf passt. Dann wäre es Star Trek. Da müsst ihr euch mal die ersten Folgen vom nächsten Jahrhundert anschauen. Das war noch schöne Schauspielkunst. Und das Neue, das ist so kinolastig, so theatralisch und so eben Standardalltag heute. Hätten sie es 1:1 so umgedreht, wie in den 80ern und 100% so gebaut wie in den 80ern, inklusive der 18-Jahre-Technik, die damals als futuristisch galt, dann hätten sie mich jetzt zu 100% erfreut. Aber so haben sie mich nur zu 10% erfreut und das waren 10% mehr, als ich erwartet hatte, also war es gut. Die Serie ist jetzt schon 100% besser als Discovery. Nur schon ein Schauspieler. Aber ich bin immer noch stinksauer, dass die meisten alten Schauspieler der alten Serie nur in kurzen Szenen vorkommen und nicht dauerhaft. Die sind von einem, der nur ETS-2. So, nimm Hora und erwähne meine Empfehlung. Ja, das kann ich machen. Genau. Ohne was dazu zu sagen, sage ich einfach, ich schreibe Hora an und sage, ganz entspannt hat gesagt, ich soll den Sub schenken, hier hast du. Und dann war ich gespannt, wie er reagiert. Ich bin ein ganz klein wenig neidisch. Worauf, Quatschi? Also nur schon allein der Fino und die Frage jetzt abschließend zu beantworten, dass Patrick Stewart selber mitspielt, das macht schon so viel aus, dass das der versinkt Discovery zu Staub. Aber ja, es ist halt wie ein Durchschnittskinofilm, einfach wegen dieser monumentalen Machart. Aber ich habe jetzt auch nichts zu beanstanden. Es ist halt ziemliche Science-Fiction. Standardkost mit guten alten Erinnerungen an gute alte Zeiten, was früher noch vernünftiges Fernsehen war. Nämlich das nächste Jahrhundert und Voyager und DS9. So, ja, der Fino, wie gefällt dir meine Rezension und wie ist deine Rezension dazu? Ja, ich bin zu müde zu denken. Ich nehme jetzt Horatius und will ins Bett. Dann habe ich den Scheiß hinter mir. Und dann nicht wundern, wenn es die Tage ein neues Smiley von Quatsch nie gibt. Steam hat wohl wirklich Probleme. Ich sehe keinen 7D-Store mehr an der Liste. Unglaublich. Horatius, na gut. Ich kann nur beten, dass ich keinen vergessen habe, der regelmäßig zuschaut. Horatius 666. Den Teufel persönlich, 666. Und Abo verschenken. So, jetzt bin ich Gott. Wie läuft das eigentlich ab? Ich bekomme doch immer die Hälfte des Geldes, wenn jemand abonniert. Kriege ich jetzt die Hälfte meines eigenen Geldes wieder? Oder wie funktioniert das, Delfino? Erklär mich mal auf. Wenn jemand subbt, dann bekomme ich doch die Hälfte des Geldes, die Hälfte Twitch. Da ich jetzt die volle Summe bezahlt habe, kriege ich jetzt die Hälfte meines eigenen Geldes wieder? Das wäre geil. Ich denke schon. Nicht denken, wissen. Gut, wen wir jetzt vergessen haben.
genau die Hälfte zurück. Ach, das ist ja günstig, dann kann ich das ja öfters mal machen. So. Mein Deutsch ist wieder super. Da musst du dich nicht für schämen, du bist ja auch kein Deutscher. Ich hoffe, der war jetzt nicht zu böse. Du Hälfte, du. Genau, genau du Hälfte zurück. Wenn du ja nicht Deutscher bist, musst du des Deutschen nicht mächtig sein. Du hast ja deine eigene Landessprache. Ja, wenn UFO nicht da ist, der die ganzen Österreicher Witze bringt, muss ich die heute bringen. Tut mir leid. Jetzt sind wir aber alle 25 durch. Ich kann nicht mehr. Wo kann ich jetzt nachgucken, dass ich ein drittes Smiley vergeben kann? Ich gehe mal ins Dashboard. Und dann Referenzen, Affiliate, Emotes. Ja! Oh Gott, die nächste Stufe sind 35. Da ich auch diesen Monat schon 25 habe, wenn ich jetzt noch 10 hätte, hätte ich dann das nächste Emote. Das werde ich wohl nicht schaffen. Nochmal 10. Das sind 50 Euro. Die Hälfte zurück müsste ich nochmal 25 ausgeben. Nee, heute nicht. So, ich brauche noch 10 Subs, dann gibt es schon das nächste Smiley. Mensch, das geht doch schnell hier bei mir. Habt ihr mal noch 10 Leute, die hier subben? Sonst wird das nämlich resettet und dann brauche ich 35. Dann wird es richtig teuer. Ob ich das noch in diesem Leben schaffe. Jo, was wollt ihr denn kostenlos haben? Eine Gaganan oder eine Burgerkröte? Kröte. Hat er meinen Daumen. Wisst ihr, dass es schon wieder losgeht? Mitarbeiter unserer selbsternannten Heimatpartei wurden nach Deutschland geschickt und arbeiten jetzt bei der AfD. Nein, doch. Oh. Ja, Zeit kurz, dass sich die Geschichte wiederholt. Wir haben beide 2033. Das muss noch ganz schnell hier gemacht werden. Sonst wir müssen das schaffen. Wir haben noch 13 Jahre. Dann muss das hier so aussehen wie 1933. Ist doch klar, Delfino. Delfino streamt jetzt Solaris. Genau, Delfino streamt jetzt Solaris. Weil ich jetzt Schluss mache. Wo ist Delfino? Schmeißt Drehmann. Ich höre jetzt auf. Also, Freischaltfortschritt. Ziel 35 Abonnentenpunkte sammeln. Vergesst nicht, sagt mal noch 10 Leute, dass es mich gibt, dann gibt gleich nächstes. Ansonsten dürft ihr nächsten Monat 35 Leute sagen, dass es mich gibt, sonst zählt ihr im nächstes. Aber ich bin unentschlossen. Soll ich meinen Daumen nach oben, die Gaganane oder die Burgerkröte? Ach, das mit meinem Daumen ist immer so. Hm. Die Burgerkröte. Mal gucken, wo ich die jetzt gespeichert habe. Twitch. Smiley's Twitch. Das Bürgertier. Das muss ich hier noch in verschiedene Größen. Du willst natürlich wieder die Bürgerkröte kostenlos, ne? Aber irgendwie muss man doch die Leute mal dazu bringen, mal höheres Abo und so. Die Gaganane will keiner haben. Kostenlos. Die wunderschöne Gaganane. Das ist ein Original-Gaganane hier. Will keiner die wunderschöne Gaganane haben? Mensch, ich mache gleich rüber. Oh, wie lecker die aussieht. Mega, ne? Die gute alte Gaganane. Oder wir hätten noch das Herz zur Auswahl. Müssten dann auch auf die Gaganane oder die Burgerkröte verzichten. Ja, weil mein Kanal noch kein eigenes Herz hat.
Schwierig, ne? Wenn man solche geilen Smileys von absolut professionellen Zeichnern hat, die mit absolut professionellen, hochwertigen Programmen arbeiten. Ich bin fürs Herz. Ich will aber einen Burger. Ich will ein Essmiley haben. Oh ja, Twitch braucht mehr Herzen. Ja, das ist das Letzte, was Twitch noch braucht. Es gibt ja schon gefühlt 1 Million Herzen. Ich habe mir gedacht, das brauchen wir wirklich nicht. Ja, zeig mir die Zunge, quatschen. Das ist ein schönes Herz. Quatsch nie. Wenn du noch schaffst, 10 Leute zu überreden, mich zu sappen, dann gibt's das Herz kostenlos obendrauf. Burgerkröte, Hähnchen wie die Burgerkröte. Herzen und Hype gibt's viel zu wenig. Och, hier, ich hab einen Hype. Guck mal. Warte mal. Ich hab ja einen Hype. 10 Leute brauche ich noch diesen Monat. Moment. Zu wenig. Och, hier, ich hab einen Hype. Moment, ich hab einen Hype. Hier, Hype habe ich. Weil irgendjemand fürs None was geschenkt hat. War wahrscheinlich toll. Keine Ahnung. Mein Gedächtnis. Ja. Herzen. Love. Ich will ja erstmal das S-Smiley, deswegen kommt jetzt die Burgerkröte dran. Nur weiß ich eben nicht, ob ich die Burgerkröte kostenlos mache und die Garganane weiterhin für 9,99 anbiete. Oder ob ich die Garganane kostenlos mache. Oder ob ich den Daumen kostenlos mache, weil meine Freundin wollte unbedingt den Daumen. Burgerkröte ist super, hat nicht jeder. Hat definitiv nicht jeder. Ja, das ist schwierig. Ich könnte auch mal das Tofu-Tier eine Zeit lang rausnehmen und auf 30 Euro setzen. da habt ihr Daumen, UFO, Blob und Burgerkröte kostenlos. Also für 4,99. Burgerkröte beste. Jeder will die Burgerkröte. Na, das wäre doch mal, ne? Also Quatsch, nie die Mehrheit ist für Burgerkröte. Da siehst du jetzt alt aus mit dem Herz. Aber so wie du noch 10 Mann findest, die jetzt zappen, dann kriegen wir es diesen Monat noch voll. Aber wenn erst Mitte Februar ist, dann sind alle 25 Subs, die ich jetzt teuer bezahlt habe von meinem Geld, alle wieder weg. Alle wieder löscht. Ja, Quatsch, nie. Du brauchst nicht traurig sein, jeder liebt deine Burgerkröte. Jetzt muss ich mich morgen nur hinsetzen und das erstmal ausschneiden. Das ist, glaube ich, kein BNG. Oder doch? Doch, ist ein BNG. Nee, das ist auf jeden Fall ein weißes Blatt im Hintergrund. Ich muss das Burgertier ausschneiden. Und dann muss ich es mit GIMP rendern in 3 verschiedene Größen. Einmal in 28x28, dann in 56x56 und dann in 112x112. Und dann muss ich das... so habe ich es bei der Garganane gemacht. So kompliziert ist das. Einmal gibt es ja die Original-Garganane, dann die beiden gerenderten. Und das ist halt die GIMP-Dateien, wo ich das Ganze gemacht habe. Die ist echt hübsch, ne? Die ist ein Orgasmus. Kriegt da nicht jeder von euch jede Sekunde 5 Orgasmen? Die Burgerkröte, ich wollte immer ein Essmiley haben. Die Burgerkröte ist mega. Also professionell gezeichnet, ein Markenprogramm. Das Einzige, was zu klein sein könnte, sind die Sesam-Dinger. Ich glaube, die sieht man nicht. Die hätte man größer machen müssen, die Sesam-Dinger. Das ist ein bisschen schade. Aber Quatsch, nie hat ja Zeit, wenn sie jemals Lust hat. Ich würde die Sesamkörner so größer machen, dass die hier die ganze obere Fläche einnehmen. Weil wenn du das auf, was weiß ich, 16x16 Pixel runterrechnest, bleibt nicht mehr viel vom Sesam. Aber an sich, das Gesicht sieht man sehr gut. Da bekommt man Lust auf Burger, ja? Meine Freundin hat den Tag Wonderburger vor meiner Nase gegessen. Das war fies, sage ich euch. Wonderburger. Gott, war der lecker. Den Deckel habe ich geklaut und eingefügt. Gott, bist du faul. Ach, nee. Ach, Mann. Ja, das wird natürlich dann schwierig, wenn du es nicht mal selber zeigen kannst. Ja, die Burgerkröte. Also Herz oder Garganane wollt ihr nicht kostenlos haben.
Gar keine Ahnung. Ja, wenn es nach mir geht, würde ich sowieso alle Smileys für 5 Euro anbieten. Mehr ist auf meinem Kanal nicht so sinnvoll im Moment zumindest. Na gut, ich bin auch schon mal im Bett. Ihr werdet ja sehen, was die nächsten Tage hier noch kommt und was nicht. Ob ich eine Burgerbrote in der Gaganan oder den Daumen auf den freien Slot setze. Dann bedanke ich mich fürs Zusehen, fürs Sappen, um das hier heute machen zu können. Kröte, 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 Burger, Burger. Tienchen, wenn du jetzt noch 10 Subs bringst, dann kriegst du die Burgerkröte kostenlos. Es ist eben zu schwierig, weil das Herz und so kann ich leider noch nicht nehmen. Das ist halt ärgerlich. Gut, ich sag tschüss und wir sehen uns vielleicht mitten in der Nacht. Tschüss.